Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Wir werden jetzt hier mal so die Sachen für das Andenken beschaffen. Ich hoffe, dass die letzte Folge nicht irgendwelche Probleme gemacht hat. Ich weiß es noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß nur, dass meine Elgato heute irgendwie entweder die Elgato spinnt oder der Rechner spinnt. Ich weiß es nicht. Bei der Folge probiere ich jetzt mal was anderes aus. Da muss ich mal gucken. Irgendwas haut nicht hin. Weil ich hatte jetzt schon die Aufnahmen davor, dass immer so 2 Sekunden fehlten, wo immer die hin sind. Und jetzt die letzte Folge hat mal ganze 8 Sekunden gefehlt auf einer Stunde. Das ist zu viel. Viel zu viel. Gut, wir nichtsdestotrotz. Ach so, ich habe hier die neuen Klamotten an. Sieht ja am Süd aus. Obwohl sieht mir ein bisschen zu persisch aus. Aber soll jetzt erstmal nicht stören. Oberteil würde ich so ja so anlassen. Aber das Unterteil. Ne, warte mal, wie waren hier. Ach hier. Können wir da nehmen? Ist irgendwie nicht so. Ach so, das ist ja hier der Standard. Gut. Die Schuhe, nee, die will ich auch nicht. Die sehen total furchtbar aus. Naja, passt schon. Alter, wer klettert denn da hoch? Die sind in meinem Haus. Ist unglaublich. Aber ich wollte das hier anlegen. Gut. Wie gesagt, ich gucke gerade, ich habe mir gerade noch mal neue Einstellungen gemacht hier. Ich habe jetzt hier Software intern. Codierung und Entkodierung und gucke mal, was dabei rauskommt. So viele Folgen kommen wir jetzt hier nicht mehr. Jetzt kommt nur die Folge hier und dann ist erstmal Schluss mit der Klinge hier. Mit dem Vermächtnis der ersten Klinge. Und dann haben wir ja noch diese Geheimnisse der griechischen Welt. Die würde ich auch gerne noch machen wollen. Und dann sieht es erstmal nicht schlecht aus. Und wenn das jetzt hier nicht funktioniert, dann kriegt er sowieso nicht mit, was hier los ist. Das ist es. Müssen wir jetzt hier um die ganze Welt reisen oder was? Wir haben diesen Ort geliebt. Und nun
Musik jetzt in Wasser oder so? Irgendwas findet in. Ach so, im Wasser. Da ist irgendwas. Okay, haben wir. Glück, Ihnen Händen zu halten, bedeutet mir so viel. Alles klar. So, wo ist jetzt hier das nächste? Gucken wir mal auf die Karte. Lunzen wir mal auf die Karte. Wir haben hier drüben noch was. Ja, mit dem ganzen Mist ist ein bisschen, ist ein bisschen doof alles. Dass da Sekunden fehlen. Ich muss hinten nur was wegschneiden. Ich weiß nicht, inwiefern das da irgendwo asynchron ist, wo der überhaupt irgendwas weggeschnitten hat, wo der irgendwas nicht umgewandelt hat. Da irgendwo Bildfehler sind, ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich bin ein wenig angepisst deswegen. Ich bin am richtigen Ort. Ach so, das ist ja hier. Gucken wir hier. Da waren wir ja als Erste gewesen. Hier fing alles an, Natakas. Wie hätten wir das ahnen können? Dareios und Natakas haben so viel zurückgelassen. Genau, Geld, grünen Apfel. Ein Bogen, genau da, wo du ihn zurückgelassen hast. Ich bringe ihn dir. Okay. Hoffentlich triggert nichts. Ach, ich hätte ja auch so ein Schiff. Verdammt. Ah, hoffentlich triggert nichts. Hoffentlich triggert nichts. Hoffentlich triggert nichts. Hoffentlich triggert nichts. Mich triggert heute sowieso einiges. Könnt ihr noch mal hin, schnell zum. Oder? Das ist nämlich ganz schön weit weg. Wir fahren mit dem Schiff hin. Kapitän am Steuer! Ruder rein! Volle Segel! Kann mir mal jemand verraten, wo es nur ist oder nicht? Ach, das ist so. So anstrengend hier mit der Wegfindung. Zeig mir doch an, dass es da drüben ist. Es ist doch da drüben. Ruder, Tempo!
Ich verstehe es einfach nicht. Segel setzen! Das ist mir ein Rätsel. Das ist der richtige Ort. Das Kinderdeckchen. Wie erleichtert ich war, ihn zu finden. Und nun ist er auch fort. Aber wir haben die Decke als Andenken. Nun ist alles getan. Ich sollte Natakas Grab in Achaea besuchen, um mich zu verabschieden. Dann müssen wir ja noch mit dem Schwert. Da unten war noch eine Aufgabe. Was war denn das nur wieder für eine Aufgabe? In der Stadt war auch noch eine Aufgabe, ja. Oder war das der Schmied? Nee, oder? Na, gucken wir mal. Doch, könnte der Schmied gewesen sein. Lunzen wir mal. Aber kann sein, dass die Folge heute nicht so lange geht. Weiß ich nicht. Naja. Die Folge wird doch länger gehen, wahrscheinlich, wenn ich hier noch mehr so einen Quatsch mache. Ich hätte einfach bloß rückwärts runtergehen müssen. Naja. Ich dachte, ich spring mal runter. Weil es so schön ist. Das ist von uns ein Andenken an unsere gemeinsame Zeit. Du fehlst mir. Dein Lachen und dein unerträgliches Verständnis. Ich werde dich nie vergessen, Natakas. Vertraue mir. Nee, da wollte ich hin. Das ist schon alles ein bisschen, naja, so ein bisschen erdrückend, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Eigentlich nicht schön. Ja, nicht schön. Aber gut, was will man machen? Ganz de nix.
Da kannst du nix. Hustet er ja. Ja, gucken wir mal, was das Schwert jetzt noch bringt, ob der Schmied da irgendwas machen kann. Was war das? Wem sein Schwert? Dareus Schwert oder wem war das sein Schwert? Ja, werden wir gleich sehen. Ich darf mich hier nicht erwischen. Bei den Göttern. Wieso ist da unten was? Was ist das? Τι συνέβη μόλις. Warte mal. Das ist dein Ende. Sag leb wohl. Dein Ende ist nicht gekommen. Ach, leck mich doch am Arsch. Echt, ey. Leck mich einfach nur fett am Arsch. Wieso zum Teufel ist die Aufgabe jetzt schon wieder in so ein Pissding da drinne, wo wieder irgendwelche Leute sind? Ach, kann das nicht einfach mal ein einfacher, normaler Abschluss sein? Muss das immer alles so kompliziert sein? Ich hätte laufen sollen, ich hätte wegrennen sollen. Nanometer, das kann doch alles nicht so schwer sein. Ich verstehe nicht. Ah, ist mal dunkel hier. Ich will nicht mehr im helllichten Sonnenschein hier kämpfen. Ich kämpfe lieber als nachts. So. Ist das überhaupt die Aufgabe hier? Das ist doch eine ganz andere Aufgabe, oder? Das ist doch hier eine ganz andere Aufgabe. Der Gefallen. Ich hab doch jetzt hier aber meine Aufgabe irgendwo ausgewählt, oder? Hier oben, guck mal da. Das ist doch ganz woanders. Das ist doch wieder ein ganz anderes hier. Ach, leck mich doch. Ich mache mich unsichtbar. Gefangene Heloten. Amorgus würde es nicht gefallen, wenn ich sie befreie. Erreiche das Gefangenenlager. So, kommen wir da jetzt relativ zügig hin. So, aber da hinten irgendwo. Gucken wir, ob ich hier durchkomme, hier durch den Wald. Querfeldeinwärts. Querfeldeinwärts. Sagt man das so?
klingt so falsch. Irgendwie klingt das falsch. Ho, ho! Komm schon. Ella. Ha! Er hat jetzt so ein bisschen voran hier. Alter, die Lichter da hinten. Sieht schon beeindruckend aus. Ich sollte die Gefangenen, die im Brief erwähnt wurden, befreien. Hilfe! Hilf mir doch jemand! Eantides? Bist du das? Ja! Ja! Den Göttern sei Dank! Moment! Cassandra? Nein! Warum musstest ausgerechnet du kommen? Geh weg! Hilfe! Jemand anderes? Hilfe! Hä? Wer ist er? Nicht so laut! Die Wachen werden dich hören! Hey! Du! Halt dich von den Gefangenen fern! Malaka! Irgendwelche Pisser müssen sich immer wieder mit einmischen. Die können nicht anders. Hier, fickt euch doch. Ja, du hast es nie anders verdient hier, du. Fluchter Pisser, Alter. Nein. Nein, nein, nein. Ich schulde dir genug, Cassandra. Warum musst du mir das? Lass dich doch nicht fangen nehmen, du Ochse. Das ist so ein Ernie, ist das. Eantides, mein stolzer Freund. Was ist dir diesmal zugestoßen? Die Götter treiben ein böses Spiel mit Eantides. Ich gab mein Hab und Gut für Geschenke für dich aus. Ich beschwere mich nicht, das war gut so. Und dann sagte mir jemand, ich könnte in Messenien ein Vermögen machen. Aber dieser Hund hat mit mir ein Vermögen gemacht. Er hat mich als Sklaven verkauft. Und nun tauchst du hier auf. Ist das etwa gerecht? Das ist nicht meine Schuld. Das verdankst du deinem Stolz. Ja, ich, Eantides, bin stolz. Und ich werde nie jemandem etwas schuldig sein. Aber nun rettest du mich wieder? Warum tust du mir das immer wieder an? Ich konnte dich doch nicht in diesem Käfig verrotten lassen. Du kannst mich einfach nicht aus deinen Heldentaten heraushalten, was? Also was soll ich tun? Ich habe nichts, Cassandra, nichts, um meine Schuld zu begleichen. Eantides, die Griechen stehen in der Schuld der Götter, nicht wahr? Selbstverständlich. Wir können ihre Geschenke an uns nie wieder gut machen. Ich bin stolz, Cassandra, aber nicht so stolz. Ich bin die Gesandte des Zeus. Ich bin praktisch eine Göttin. Was? Noch schlimmer. Wie soll ich je meine Schuld bei dir begleichen? Als Göttin kann ich dir deine Schuld erlassen, oder nicht? Ich... ja, ich schätze, das kannst du. Ich kann dich auf meinem Schiff gebrauchen. Barnabas wird mich hassen. Aber es hält dich von Ärger fern und du kannst deine Schuld abarbeiten. Ich, Eantides, werde nie jemandem etwas schuldig sein.
außer den Göttern. Und wer kann den Göttern schon widersprechen? Ich akzeptiere. Ich sehe dich auf meinem Schiff, Sterblicher. Na, der hätte er letztes Mal schon machen können. Alter, der ist so ein epischer. Er zeugt eine Schwachstelle zu Beginn eines Konfliktes. Aber ich will ja keinen von meinen Leuten hier wegnehmen. So, jetzt müssen wir aber jetzt hier die olle Aufgabe. Die hier noch. Wo ist sie hin? Sieht die eine? Ach hier. Ah, siehst du, sind wir schon wieder bei 26 Minuten, Mensch. Kicken wir mal. Dann werden wir gleich mal sehen, was der jetzt mit dem Schwert machen kann, ne? Ich habe auch meinen Bürostuhl wieder. Der Kater hatte kurz den Stuhl verlassen. Im Ikos der Olympioniken gibt es einen Schmied, der für den Umgang mit seltenen Metallen bekannt ist. Ich sollte mit dem Schwert dorthin. So, letzte Aufgabe. Für den DLC. Kopis oder Koffinos? Was brauchst du? Hast du so etwas schon einmal gesehen? Bei Zeus! Weißt du, was das ist? Kaputt? Es ist Adamant. Das Zeug ist unbezahlbar. Und ich muss dir wohl nicht sagen, dass ich der Einzige auf diesen Inseln bin, der weiß, wie man es richtig verarbeitet. Aber ich brauche mehr Adamant, um es zu reparieren. Viel mehr! Hilft dir das? Das Metall sieht ähnlich aus. Was zum... Wo bei Hades findest du all dieses Zeug? Nein, ich will es gar nicht wissen. Hier, sag nicht, dass du mehr brauchst, denn mir gehen die Leute aus denen ich es herausschneiden kann. In deinen Worten steckt sehr viel Leidenschaft, das spüre ich. Und ich bin sehr froh, dir sagen zu können, dass es reicht. Das Blut darauf macht sich übrigens sehr gut. Das hilft beim Abkühlen. Ich tue, was ich kann. Warte hier, es dauert nicht lange. Königsmache, Alter, geil. Da war doch auch irgendeine Trophäe noch mit. Nahkampf-Aufladetempo, was ist das denn nur wieder? Alter, voll die geile Waffe. Gut, Freunde der Sonne, ich kann ja nochmal hochgucken hier, aber ich glaube, jetzt haben wir endlich alles geschafft hier. Warte mal, bin ich jetzt hier zu weit draußen, um Quest zu sehen? Nee, da oben war dann noch die Narrenkappe, aber ansonsten ist jetzt hier nichts weiter.
Nee. Freunde der Sonne, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder und bis dahin haltet die Ohren steif und tüdelü.